Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ich komme gerade von der Arbeit und finde Miros Päckchen vor. Moin Moin, Miro hier. Ich habe ja bei Miro ein Messer gekauft und das hat er mir sehr, sehr gut eingepackt zugeschickt. Ich habe jetzt hier schon einmal um das Paket herumgeschnitten. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier irgendwie aufkriege und dass ich vor allen Dingen an der richtigen Stelle aufgeschnitten habe, dass das wirklich der Deckel war hier. Aber es scheint so zu sein. Gut, ich fürchte, diese Verpackung werde ich nicht ein zweites Mal nutzen können. Da kommt das Innenleben und, wie schon angekündigt, ein Stück Kienspan. Werde ich dann mal ausprobieren. Aber hier ist das Messer drin. Enzo Knives from father to son. Die Spannung steigt. Da ist das gute Stück, das Enzo PK70 mit Carbon-Griffschalen. Und diese Griffschalen haben deutlich mehr Struktur als die Carbon-Schalen hier von meinem Klötzli, mit dem ich das Enzo ganz gerne mal vergleichen möchte in einem separaten Video. Weil ich schon so viel von der Fertigungsqualität der Enzo-Messer gehört habe, genauso wie von den Messern von Klötzli. Aber trotzdem besteht natürlich ein erheblicher Preisunterschied zu beiden Messern oder zwischen beiden Messern. Und das wollte ich mir ganz gerne mal genauer angucken, ob das denn auch tatsächlich so rüberkommt. Und was ich hier jetzt so auf den ersten Blick sehe, da gibt es keine Fehler. Die Klinge liegt wirklich eng umschlossen zwischen den beiden Platinen im Heft. Das Einzige, was mich persönlich ja immer stört, ist jetzt hier wieder diese Kante. Ja, das ist meiner Meinung nach einer der größten Designfehler, den die Messermacher machen können. Das sieht einfach hässlich aus, auch wenn dann im geöffneten Zustand die Linie des Messers wiederhergestellt wird und es dann wieder ein schönes Gesamtbild ergibt. Aber die meiste Zeit hat man ein Messer ja auch geschlossen dabei. Und ich finde, auch da sollte es gut aussehen. Ich glaube, das ist das erste Taschenmesser mit Scandi, das ich besitze. CPM S30V, der gleiche Stahl wie bei meinem Chris Reeve Minandi, aber durch den Scandi-Anschliff, glaube ich, relativ gut auch zu schärfen. Ist jetzt nur eine Vermutung.
Bei dem Minandi hatte ich mich so ein bisschen schwer getan. Ja, vielen Dank, Miro, für den tollen Handel und dass das alles so reibungslos geklappt hat. Ich freue mich, dass ich dieses Messer habe und werde, wie gesagt, bald das Enzo nochmal mit meinem Klötzli etwas genauer vergleichen. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Tschüss.